Schießparcours. Absolvieren einen Schießparcours in einem Militärhubschrauber. Oh je. Yeah. Das kann nur schrecklich werden. Damit ist es einfacher. Wow, das wäre was schief gegangen. Oh, okay, dann haben wir ihn getroffen. Na komm. Dreh dich raus, liebes Zieh-Dings. Zeig mir der Marker hin, bitte. Wo ist denn da drüben? Achso, ich habe eine Kamera bewegt. Gut. Ja, ja, ja. Die Klappe. Wieso habe ich das jetzt nicht getroffen? Was? Ja, nur links reinfliegen. Aha, jetzt vorher war ich der dümmste Idiot überhaupt, jetzt bin ich wieder ganz vorne dabei. Da, der Zielmarker immer mit der Kamera. Ernsthaft? Ernsthaft?
Ja. Ja, okay, ich hab zumindest die 10 erwischt. Scheiße. Das ist gar nicht so einfach. Yay, 10.000. Damit habe ich mir die verdammt schweineteure Fliegeruniform wieder verdient. Navigiere durch den Kurs und flieg dabei so dicht wie möglich an jeden Kontrollpunkt. Okay. Also bodennah fliegen habe ich schon gemacht. Jetzt ist die Frage, was das für Kurs ist. Ob das wieder so ein scheiß Ding ist. Ah. Genau das habe ich auch schon mal gemacht. Nee, aber da unten kann man durchfliegen. Das ist sogar einfacher. Der Kurs. Naja, mal schauen. Ich bin noch nie mit dem Jet geflogen. Das könnte ein Problem werden. Ah! Das war vielleicht ein bisschen zu tief. Mit dem Chat ist das echt schrecklich. Ich will ein anderes Flugzeug. Ja, also geht schon besser, kann ich das alles viel besser einschätzen. Ja, das war jetzt... Oh, geht kaum, ich hab das Wasser doch nur berührt. Was soll der Scheiß? Normalerweise kann man da ohne Räder drin landen in dem Wasser. Schon andere Flugzeuge durchgesteuert, ich werde es mal mit dem blöden Chat auch schaffen. Auch wenn ich den jetzt schon abgrundtief hasse. Nein, 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 oh Gott. Whoa, 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 whoa!
verdammt. Okay, also da ist glaube ich so leichter fliegen. Ja, er hat recht, wenn ich da zu hoch fliege, bin ich tot. Oh. Puh. Das war jetzt echt heavy. Aber lange zu schlimm wie der verdammte Formationsflug. Alter, gleich 20.000. Sammel Flaggen auf, die auf der ganzen Karte verstreut sind. Okay. Okay, Cadet. The object of this exercise is to collect all the flags in the allotted time. Use the limited resources you got between your ears to try and plan a route through them. Doubling back to pick up flags will lose you valuable seconds. The quicker you finish, the more points you get. Das schaut ganz interessant aus. Ich kann den blöden Jet nicht leiden. Das ist ja schon fast angenehm entspannend im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich gerade vorher gemacht habe. Und ich werde zwar niemals in 2 Minuten 40 schaffen, um die Goldmedaille zu bekommen, aber alle einzusammeln sollte ja kein Problem sein. Solange man da nicht wieder bei irgendwelchen Punkten irgendwelche haarsträubenden Manöver ausführen muss, die ja aeronautisch absolut unmöglich sind. Na, Halbzeit habe ich schon mal. Oder die Hälfte der Dinge habe ich schon. Und zwar jetzt. Juhu! Also eigentlich ist der Chat ja doch gar nicht so schlecht. Oh! Was hätte ins Auge gehen können? So. Die beiden mal. Zack und... Oh. Zack. Gut, Goldmedaille kriege ich schon mal keine mehr. Aber jetzt fehlen noch 10. Irgendwie sind die alle da hinten. Wunderbar. Wow. Nicht abstürzen. Ich soll das Ganze normal machen.
That's another one. So, jetzt die da oben. Hey, eine noch. Ja, da ist sie. Komm. Meins. Also ich würde sagen, Tom Cruise wäre stolz auf mich. Ich will nur nicht mitspielen beim Volleyball, ich will auch nicht Danger Zone singen. Folge dem Flugausbilder durch einen Hindernisparcours rund um die Stadt. Oh je. Das kann wieder nur schrecklich werden. Also irgendwelche Wegpunkte abfliegen, okay, aber irgendwas verfolgen, darin war ich noch nie gut. Okay, Nugget, you better not have a problem following orders, cause it ain't just gonna be your life on the line up there. Okay, aber wenn ich mit dem Chat fliegen darf, kann es nicht so schlimm werden, wenn den kenne ich zumindest schon mal. Okay, ich bin bereit. Das habe ich schon einige Male gemacht. Es ist nur leider meistens daneben gegangen. Ja, wenn das Problem ist beim Verkehrtfliegen gar nicht so, dass jetzt alles verkehrt herum ist, sondern... Ja, okay, doch, es ist eigentlich das Problem, dass alles verkehrt herum ist. Also ich meine jetzt nicht, dass man alles verkehrt herum sieht, sondern dass halt... Autsch, die Steuerung dann verkehrt herum ist. Ja, doch, keine Ahnung. Es ist einfach scheiße verkehrt herumfliegen. So cool es auch ausschaut. Komm, ich will die Raketen, ich will den Typen mal abschießen. Das ist Rache. Irgendwie schaut so leicht aus, aber wenn man es dann mal echt macht, ist es verdammt schwer. Boah. Vor allem, wenn man die Übersicht verliert. Nein! Ah! Fuck! Nein!